Recht herzlich willkommen zur 10. Folge von This War of Mine. Ja, letztes Mal waren wir plündern mit Pavel und wir waren schon zurück. Da sehen wir jetzt Tag 10. Und Katja ging es richtig schlecht, aber wir haben Verbände tauschen können. Und dann wollen wir mal gucken, was hier passiert ist. Oh, wir wurden ausgeplündert. Fragen wir auf die Suche, das ist okay. Jemand hat versucht, uns auszuräumen. Es war eine ziemlich zähe Gruppe, aber wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Wir hatten eine Waffe, weil sie reichten nicht für alle aus. Keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit und zwei Munitionen haben wir verbraucht. Katja, geht es viel besser. Wir müssen nur etwas Auge auf. Okay, wunderbar. Das ist super. So. Das ist Bruno. Bruno kocht als erstes. Dafür brauchen wir Holz. Zwei Holz. Kochen. Ah, den können wir noch updaten, glaube ich, ne, oder? Ne, doch, können wir updaten. Wo ist unser Handwerker? Ah. Wie kriegen wir den denn geupdatet? Vielleicht ist das besser. So, du setzt dich mal hin, das ist eine gute Idee. Obwohl, geh erstmal schlafen. Katja schläft noch. Ist verletzt und erholt sich. Ich glaube, ich mache Katja den zweiten Verband noch dran. Ne? So, wir brauchen einen Ofen, den haben wir, ist klar. Und da brauchen wir Teile und da brauchen wir... Ah, komm, das machen wir. Das ist... Brennstoff sparen wir. Ja, los. Das ist wichtig. Sie geht sich noch eine Bandage drunter machen, denke ich mal. Das bringt anders nichts. Pavel geht schlafen. Wir können aber auch da hinten schlafen gehen. Er ist hungrig und müde, bastelt aber gerade. Und ist schon fertig. Bruno kann jetzt kochen. Und wir brauchen dann nur einen. Ja, wir haben nur einmal... Ist ausgewählt, ne? Ja, wir haben nur einmal Gemüse. Und es klopft schon wieder. Wer ist da? Oh, zwei Leute sind das. Pavel schläft schon. Es ist Bruno. Bruno kocht. Bruno geht schlafen. Er ist der Handwerker. Hungrig und müde, der geht erstmal was essen. Katja macht was. Hat sich einen Verband geholt. Ist verletzt und hungrig. Nein, die isst erstmal was. Und er geht erstmal an die Tür, gucken, was die wollen. So. Haben Sie einen Moment Zeit? Worum geht's? Wir sind bei der Untergrund, haben alle Mama, wollen wir noch mal sagen, wir haben Gemüse aus dem Garten mit guten Appetit. Wow. Ja, das ist super. Dankeschön. Gut, die gehen schon. Tolle Nachbarn. Wo ist Bruno? Ach, Bruno hat die Tür aufgemacht. Nee, Maren ist das nicht Bruno. Da ist Bruno. Bruno schläft gerade. Kann ich jetzt nicht ändern, aber Bruno, tut mir leid, du musst jetzt... Katja geht schlafen, weil die muss sich erholen. Der macht die Tür zu. Ist sie zu? Ach, die ist zu. Ne, dann mach sie wieder. Okay. Acht Holz. Ah, das ist schwierig, ne? Komm, nehmen wir ein Holz und machen das damit. Er kann auf jeden Fall den Filter noch weitermachen. Das ist ja noch halb zugange. Katja schläft jetzt. Die ist auch erstmal so weit in Ordnung. Bruno muss dann Essen kochen. Oh, wir können sogar vier machen. Sechs machen. Sollten wir sechs machen? Ja.
Marin ist auch müde. Und was ist mit ihm hier? Er ist hungrig. Dann geht er schon mal hoch. Und er geht schlafen. So. Pavel geht zum Essen. Tabletten haben wir ein paar. Oh. Nee, der kann dann da doch hingehen. Bruno kann erstmal selber was essen. Der ist auch müde, aber der kann nachts schlafen. So. Er tut essen. So, dann die Falle wieder besetzen. Herstellen. Auch herstellen. Wunderbar. So, Pavel ist der schnelle Läufer. So, Bruno ist müde. Den hat man gesagt, er schläft nachts. Sie ist okay. Und ja. Was ist denn das? Verstärkte Tür müssen wir noch machen. Okay. Okay, dann sollten wir vielleicht zusehen, dass wir das als nächstes machen. Aber da fehlen uns Teile für. Ich weiß jetzt nicht, ob der Marin nicht das besser macht. Was können wir noch machen hier? Ist müde, er ist müde. Der ist ein schneller Läufer. Nee, das ist alles soweit erstmal gut. Das lassen wir so. Maren wird nicht vorher aufstehen, denke ich. Da ist die Nacht nicht für rum. Ist schade, ne? Aber ist so. Oder schafft er noch? Wäre schön, wenn er noch ausgeschlafen ist, ne? Nee, ist er aber nicht. Gut, dann müssen wir genau überlegen. Katja ist noch verletzt. Pavel geht plündern, definitiv. Nee, das war Blödsinn. Maren muss morgen viel arbeiten, denke ich. Bruno kann Wache stehen, aber der ist sehr müde. Aber der braucht nicht kochen, da sind noch 4 Mahlzeiten. Und Katja? Katja ist verletzt, muss schlafen. Katja schläft. Pavel plündert. Bruno hält Wache. Ja. So müssen wir es machen und ich bin schon noch am überlegen, dass wir da nochmal hingehen, oder? Doppelhaushälfte wäre da. Ja, wir müssten da uns durchschleichen, sozusagen. Schneller Läufer. Sollen wir das ausprobieren? Das ist gefährlich. Was mit der Kirche? Lebensmittel, eine große Menge Materialien. Immer noch der Punkt der einheimischen Frau. Ja, ich glaube, wir gehen dahin. Möglicher Handel ist da. Das wäre wieder Katja, ne? Was ist mit dem baufälligen besetzten Haus? An Nahrung campen. Ich frage mich, ob sie Angst. Waffen, eine Menge Teile. Ja, da steht nichts von gefährlich, ne? Was mit dem ruhigen Haus hier oben? Hatten wir das schon? Nein. Lebensmittel, Medikamente, ja. Die Leute versuchen da ein normales Leben zu führen.
Was hatten wir hier? Ach so, da mussten wir dann durch. Ich glaube, die Kirche ist es. Die Kirche hat am meisten zu bieten. Die Medikamente sind's vor allem. Ja, komm, gehen wir zur Kirche. Da kann man auch handeln. Was handeln wir? Das ist die Frage, ne? So, ganz nach unten haben wir Patronen. Ach, wir hätten das... Ach, das konnten wir sowieso nicht reparieren wahrscheinlich, weil wir da erst upgraden müssen. Ja, was handeln wir? Tabletten können wir handeln. Die können wir uns noch aus dem... Wo wir das Supermarkt, wo wir die holen können. Ach, das ist es aber auch nicht, ne? Oder? Was kann man da handeln? Gute Frage, ne? Wasser ist ziemlich wertvoll für uns. Komm, die Tabletten handeln wir und die Dose handeln wir. Gut, und dann... So, wir müssten vielleicht noch was überlegen, dass wir Schutt und Asche beiseite räumen. Und... Ja, ich glaube, das machen wir. Und dann gehen wir plündern da. Gut, schauen wir mal. Eine Kirche. Da gibt's schon was. Das Kind kam mit seinen Eltern hierher. Sehr interessant. Oh, ganz viele Sachen, die wir brauchen. Das ist doch schon mal cool. Da ist jemand? Nee, da ist einer. Da unten könnte jemand sein. Da ist aber jemand. Das ist bestimmt der Pastor hier in der Kirche, ne? Immer noch kein Wasser. Tja. Das ist jetzt doof, ne? Wir können gleich wieder gehen, weil wir schon das, was wir haben wollten, mithaben. Shit. Gucken wir mal. Gehen wir mal zum Pastor hier, wenn er das ist. Sieht aber so aus. Ja, oder? Ich glaube, der hat hier so einen Kittel um. Sind sie ausgeraubt worden, die haben nicht viel übrig. Das ist ja richtig doof, ne? Da stand doch Handel. Kommen wir da unten hin? Ach, da ist eine Leiter. Der hat uns nicht gesehen, aber... Bitte... Ah, jetzt können wir handeln. Interessant. Meine Beine sind taub. Ja, super. Da können wir Klamotten mitnehmen, noch ein Löcher. Ja, aber was können wir? Ich könnte gar nichts mitnehmen wahrscheinlich. Das ist wohl ein Scherz, ja. Das reicht nicht, da müssen wir eine zurückgeben. Und das geht nicht, ne? So viel kann ich nicht tragen. Ja, schade. Nicht interessiert erstmal. Das ist kaputt. Ne, geht nicht kaputt, sagen wir es mal so. Was ist das da oben? Roxy, der beste Hund der Welt, liegt hier begraben. Da habe ich gerade Schüsse gehört. Das ist eigentlich nicht so gut, ne? Was ist da los?
Da ist niemand. Kommen wir da hoch, ha? Genau so ist es. Ist da jemand? Nein. Dann gehen wir da rein. Was gibt's hier zu holen? Das ist ein Badezimmer. Abfall und Schmutz, super. Da ist niemand. Da unten ist wohl auch niemand. Können wir da die Schaufel benutzen, ne? Gut. Dahinter gucken wir weiter, was da ist. Da oben ist ein Schrank. Oder was ist das da? Ein Teppich? Kann man nichts von mitnehmen. Da. Oh, da ist einer gekommen. Ah, hallo, nur eine Angst. Ich sehe nur. Ach, der sieht sich auch noch um, okay. Da können wir weiter gucken. Darunter geht's auch. Hier ist nichts. Weiter geht die Wand nicht. Da ist nichts. Dann gucken wir da runter erstmal. Da draußen was? Nur eine Bank. Da können wir dann raus. Okay, gehen wir erstmal hier weiter gucken. Da ist niemand. Und das ist bestimmt derjenige, der da gerade runtergegangen ist, oder? Ja, sieht so aus. Da ist noch was zu holen. Nichts. Super. So, das ist die Eingangstür, wo wir reingekommen sind. Hier gucken wir mal, dass wir die wieder aufkriegen. Da ist auch nichts los. Brecheisen müsste gehen, ne? Gut, dann kommen wir da besser raus. Dann gehen wir noch in den Keller. Da links müssen wir Schaufel nehmen, aber das müssen wir dann irgendwann anders machen, oder? Hier ist nichts. Ja, da ist auch Schaufel. Dann können wir gleich anfangen. Geht nicht schneller, oder? Ich hätte auch von der anderen Seite nehmen können, hätte ich nicht schaufeln müssen, ne? Sehr intelligent. Da können wir nichts mehr mitnehmen. Gucken wir da hinten noch rein. Wer war das? Ist der das da? Okay, jetzt bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, ich glaube, dann gehen wir raus. Weil es nützt nichts. Unser Ziel ist dann erstmal zurückzukommen. Und das mit dem Handeln hat es ja nicht so ganz gebracht. Das ist ein bisschen doof gelaufen, ne? Gut, aber dann würde ich sagen... Ha, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.